Ein vollständig eingerichtetes Kino von 1989. Vollgestopft mit uralter Technik, die euch begeistern wird. Und nicht nur euch wird jetzt das Folgende verwirren, auch mich hat es verwirrt. Wir starten in einem Geschäft für Schuhreparatur und Schlüsselherstellung. Viel Spaß mit dem jetzt folgenden Abenteuer. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eigentlich wollten wir uns hier ein Kino angucken. Hier stehe ich hier zwischen Schuhen und irgendwelchen Maschinen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir stehen hier direkt an der Hauptstraße oder an einer Straße, an einer vielbefahrenen Straße. Also hier auf jeden Fall richtig viele Schuhe. Was jetzt noch auffällt, ist, dass man sich auch Schlüssel irgendwie hier nachmachen lassen konnte. Und tatsächlich ist hier jetzt noch ein Schlüssel, der quasi nicht abgeholt wurde. Ah, hier mit diesen Schleifdingern da drin, das wird wahrscheinlich hier Schlüssel zu machen, oder? Ganz, ganz fix und schnell wieder weg, weil wir haben da noch ein paar Bilder. Voranzeige, da geht es um drei Männer und eine kleine Lady. Das ist irgendwie ein Film gewesen. Also, der Film war von 1990 und war eine Komödie. So was jetzt hier noch rauszufinden, ist natürlich mega spannend. Auch wirklich krass, wie viele Türen hier auf sind. Also das kann man sich gar nicht. Eigentlich ist das hier komplett geöffnet für jedermann. Also ich versuche hier auf so ein paar Sachen einzugehen und rauszufinden, was das hier überhaupt ist. Das mit diesen Schlüsseln und den Schuhen, das hat mich jetzt wirklich sehr verwirrt. Weil eigentlich soll es ein Kino sein. Herrentoilette, ziemlich zugebaut, wie man sehen kann. Ich glaube, das brauchen wir uns auch nicht angucken. Hier liegt auch so viel unterschiedlicher Stuff einfach. Oh ja, alte Pizzen und sowas. Ich denke mal, die Jugend wird das hier gut für sich nutzen, einfach das Gebäude. Und hier haben wir dann den ersten Hinweis tatsächlich auf, oder den zweiten, wir hatten ja vorne schon das Schild, auf das Kino. Mad Max 2, der Vollstrecker. Herr sagt mir gar nichts. Der vierte Mann auch nicht. Lichtjahre entfernt. Doch, das sagt mir auf jeden Fall was. Familie Flodder. Das ist auch ja klar, Familie Flodder. Die Farbe Lila, auch ein cooler Film. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Film. Das ist krass. Ja, jetzt sind wir quasi schon auf dem Weg nach oben. Das war so gar nicht geplant. Aber dann werden wir wahrscheinlich gleich den Kinosaal finden. Ist auf jeden Fall mega interessant. Haarspray sagt mir natürlich auch noch was. Was jetzt tatsächlich wirklich so ein altes Kino zu finden, ist ja mega spannend. Feier ich total. Die Zeit nach Mitternacht. Harry und Sally. Betty Boo. Oh. Na gut, der ist schon ziemlich ramponiert, aber die Vorhänge sind noch da und die Stühle größtenteils. Das hat man so ja auch nicht oft. Sternchen. Okay, ich hab's Licht gerade mal ausgemacht. Ich hab halt Stimmen gehört, aber von draußen. Och, ich dachte gerade schon, Leute. Ich verstehe das nicht. Also ich bin komplett multiverwirrt, könnte man sagen. Das da drüben scheint eine Wohnung zu sein, die auch lost ist. Da wohnt auch keiner mehr. Wobei, da hat die Gardinen so zugezogen. Aber ihr könnt auch sehen, die Stimmen, die ich gehört habe, da hat sich scheinbar jemand im Garten unterhalten. Da schauen wir uns gleich nochmal näher an. Gefällt mir gar nicht. Das ist halt krass, weil man hier so schnell auflegen kann. Das hat mich jetzt nicht gewundert, wenn es die Polizei gewesen wäre. Luca? 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 Riesengroß und man weiß in dem Fall einfach nicht, ob was passiert ist oder ob er einfach nur nicht hört. Keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat. Er hat mich einfach nicht gehört. Okay. Dann geht's wieder hoch.
jetzt auch mega spannend. Stagehands, dann stehen hier ein paar Namen. Er ist auch noch hier. Gala-Kontakte. Das ist natürlich spannend jetzt hier. Wird natürlich alles gepixelt, ist klar. Und hier Geschäftsbeziehungen, Gala. Krass. Super spannend. Luca sagt, es gibt noch Projektoren, die man sehen kann. Hier habe ich euch alles gezeigt. Die nächste Idee ist jetzt, einen Aufgang zu den Projektoren zu finden. Der Tresor ist auch echt mächtig. Hier nochmal der Blick zu den Sesseln. Also es ist schon krass. Auch anhand der Sessel sieht man halt wirklich, wie alt das hier schon ist. Aber ich finde das auch geil, dass das noch so gut erhalten ist. Selim, völlig verrückt, völlig irre, sind wir gerade in einem Treppenhaus gelandet und haben tatsächlich den Raum gefunden. Okay, wir haben heute 30 Grad, ich bin übelst erkältet und das ist ein Dachboden. Das ist schon heftig hier. Boah, da läuft einem der Schweiß nur so, der fließt nur so. Sämtliche Dämme brechen. Und hier die komplette Stromversorgung. Wahrscheinlich nur von den. Wahrscheinlich wirklich nur die Stromversorgung. Guck mal hier, die Lautsprecher. Cool. Die Stromversorgung wahrscheinlich wirklich nur von den. Den Projektoren. Ach, was für ein geiles Ding wir hier gefunden haben. Ah ja, auch noch richtig viel Zeug. Ne, um die. Guck mal, eine Tonlampe. Für Ernemann-Projektoren. Wahrscheinlich lagen hier die Filmrollen drin, aber ist keine mehr da, ne? Schade. Aber man kann nicht alles haben. Ach, guck mal, wie das beleuchtet wurde. Siehst du das? Riesige Spiegel. Spiegel und guck mal, die Lampe auch hier. Aber hier steht auch drauf. Mega spannend. Mit Schutzmaske. Tun wir nicht. Ja, wahrscheinlich wegen der krassen Strahlung, ne? Guck mal, die wurden auch direkt, die haben so viel Hitze entwickelt, dass das direkt rausgeleitet wurde über so ein Rohrsystem. Wow. Hier könnte sein, dass noch Rollen drin sind. Hier nicht. Aber das ist auch spannend, ne? Werbung. Die hat man nämlich früher extra eingelegt. Das finde ich witzig. Schau mal hier, Werbung. Ach, guck mal hier dann, hier, da gab es das 1730 Programm, das 2015 Programm. 18 Uhr wurde irgendwann rausgestrichen, gab es nicht, länger ist nicht. Aber keine Filmrolle mehr da. Aber dafür haben wir hier noch. Nein, wie geil ist das denn? Schaut mal. Wer kennt das noch, dass im Kino, wenn man im Kino war, erst so diese Zeilen durchliefen? Wie cool, das feiere ich gerade übelst. Hier eben ganz viele Eintrittskarten hier. Und dann noch so Kärtchen. Wahrscheinlich war das Programm da drauf. Kinder geschrumpft, Kinder des Olymps, Karate-Kit. Hier hat man das wahrscheinlich dann bereitgestellt. Hier konnte man rausgucken. Das weiß ich, kenne ich auch noch. Dass hier immer rausgeguckt wurde und dann hat man wahrscheinlich, weil es das abgelaufen war, dieses 1, 2, 3, 4, hier die Riesenfilme aufgelegt. Also es ist eine Technik, finde ich mega, mega, mega spannend. Richtig cool. Und dann ging es hier raus. Oh nein, schaut mal. So eine Lampe würde ich zu Hause auch haben. Richtig cool. Vor Kinobeginn Rauchabzugsklappen schließen, falls geöffnet und vor und nach Kinovorstellung nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Bitte Vorspann nach Einsatz zurücksenden und nicht liegen lassen. Bedenken Sie, dass auch Ihr Kollege rechtzeitig Werbung machen möchte. Es ist so geil. Das finde ich halt so geil, dass man hier wirklich ein Kino hat, wo wirklich alles per Hand geschaltet wurde, wo die Rollen, die Filmrollen ausgetauscht wurden. Wenn das eine zu Ende war, hat man schnell die Rolle reingelegt für Werbung. Wie geil ist das denn bitte? Also völlig crazy. Also erstmal, ich muss gleich echt gucken, dass ich wieder in die frische Luft komme. Keine gute Idee, krank loszugehen und zu filmen. Absolut nicht. Also wenn einem der Schweiß ins Auge läuft, so dass es brennt, weiß man eigentlich, dass wieder Zeit für die Terrasse ist, für die heimische. Aber richtig krass. Wir haben jetzt hier unten im Treppenhaus noch einen Eingang zu einer Wohnung gefunden, die voll eingerichtet ist. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären hier.
Die Wohnung, die wir gefunden haben, könnt ihr in einem weiteren Teil schauen. Lasst mir sehr gerne ein Abo da. Ich freue mich auch über ein Like und auch über Kommentare freue ich mich. All das unterstützt diesen Kanal und lässt die Community wachsen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Abenteuer, was auch immer das sein mag, eure Lola.